Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von MotoGP 2 auf der PlayStation 2. Letztes Mal haben wir diese Herausforderung gemacht, Paul Ricard mit zwei Runden ohne Unfall oder vom Kurs abzukommen. Haben wir soweit geschafft. Ich habe es jetzt auch aufs Gold abgeschlossen, dafür musste ich aber die komplette Renndistanz zurücklegen. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich die komplette Renndistanz zurücklegen muss. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Schwierigkeitsgrad egal. Daher werde ich hier nur dann Bronze abschließen. Und was haben wir sonst noch? 13 Motorräder in der ersten Runde in den Zucker überholen, auf Schwer, in Cello, in Assen, in Pegi. Ich denke, wir versuchen erstmal so Zucker. Die 13 Motorräder zu überholen. Und danach erst saubere fahren. Dafür muss ich auf Schwer stellen. Simulation ist aus. Ich fahre die Honda, das ist gut. Von Einstellungen her. Hier kann ich, glaube ich, auf Beschleunigung gehen. Handhabung. Reaktion. Da nach oben. Bremsen. Kann man so lassen, wenn man möchte. Dann versuchen wir es mal. Capirossi auf der Pole, Rossi auf 2, Nakano 3, Biaggi 4. Nakano ist sowieso in den Spielen, finde ich, viel zu stark eingestuft. Klar, ist ein guter Fahrer gewesen. Ups, ich bin immer noch in Paul Ricard. Falsche Strecke. Und die Rundenzahl ist noch auf Gesamt eingestellt, das ist auch nicht gut. Zwei Runden reichen. So, los geht's. Ich hätte natürlich früher drücken können, aber so, jetzt muss ich keine Rücksicht nehmen. Ja, genau, Strafe. Egal.
hat Fahrer sich nicht geholt. Jetzt aber. Damals ein relativ schlechter Startplatz, der weggekommen ist. Inzwischen ist ja ein relativ guter Startplatz. Früher war es nicht. So, mal schauen. Silber. Okay, da muss noch mehr kommen. Aber zuerst mal Abe freigeschaltet. Ich glaube 16 ist das sein. Ich hab's irgendwie wirklich nicht drauf gestartet. Irgendwie.
Wow, hat perfekt geklappt. Nice. So, hat das jetzt gereicht? Nee, wir müssen noch einen Goal. 17 oder so. Ich werde einfach mal einen guten Start haben. Willst du mich verarschen eigentlich? Der will mich verarschen. Das habe ich selber gepackt. Damit ich für später vorbereitet bin. Weil ich den Schwierigkeitsgrad natürlich einfach auf einfach stellen kann, wenn ich will.
dass das Gleiche rauskommt. Ja, es hat für Gold gereicht. Sehr gut. Norikabe ist jetzt freigeschaltet. Dann stellen wir auf einfach. Und starten mal. Wenn das nicht reicht, stellen wir von Truppen ein.